Die Kopf Nummer 18, Mamba, ein dreijähriger Sohn des Marquess. So eine Erntusch-Florestan-Mutter. Sehr typvoller Dreijähriger hier. Oh, gut machst du das jetzt, Tanja. Schön modern aufgemacht, der auch schon sich jetzt hier in den ersten Tagen schön eingelebt hat, der stets positiv so bei der Reiterin ist. Gut machst das. Ne? Nächste lange Seite. Lässt ihn einmal so ein ganz bisschen nach vorne traben. So. Das ist richtig. Gut. Ne? Gut. Ganz bisschen nach vorne fühlen. So, gar nicht mehr. Gut. Und da sehen wir, dass er so, wenn er sein Tempo so hat, dass er dann noch schöner, großzügiger im Ablauf so aus dem Vorderbein auch wird. Gut, dann einmal Handwechsel. Durch dieses Erntusch auf der Mutterseite viel, viel Kraft so im Körper mitbekommen. Im Rücken ist ja das, wo wir bei Dressurpferden immer ein bisschen darauf achten müssen, dass wir genügend Kraft auch im Körper haben. So wirklich mit dem ganzen Nachkommen des Erntusch viel, viel Glück haben, dass sie diese Stärke haben aus dem Rücken raus. So, siehst du, so ist ganz prima. Ja, da sieht man zwischendurch schon mal, wo die Reise dann mal hingeht im Trab. Ja, jetzt ist er ein bisschen kernig hier, gar nicht schlimm. Wenn wir nächste lange Seite ruhig damit einmal die Tritte so ein bisschen verlängern wollen. So, schön langsam nach vorne. So, gar nicht mehr. Gut. So ist prima, ne? So, dann gehst du ruhig mal eine Runde auf den Zirkel. So, müssen wir einmal so ein bisschen runterfahren, dass er einmal sich so ein bisschen mehr entspannt wieder. Ja. So ist es gut. Ja, aber man sieht das hier schon so, ne? Dass sich unheimlich schön fein arbeiten, schön reiten. So kann man jetzt schon so wirklich formen auch in seinem Hals. So, das machst du gut, ne? So ruhig nochmal eine Runde auf dem Zirkel. So das Galoppieren so mitnehmen. Naja, schön dranbleiben, ne? Trotzdem so ein bisschen zum Reiten kommen wollen, den Galopp so ein bisschen fordern, unterstützen. So, jetzt gehst du die ganze Bahn, nimmst das so mit. Dann müssen wir sehen, dass der Hals sich so ein bisschen mehr öffnet. So, ne? Fährt mit einer guten Grundgaloppade, wo wir sicherlich nochmal versuchen müssen, ihn etwas mehr durch den Körper, über den Rücken zu galoppieren. Gut machst du das, dann den Hals aber länger lassen dabei, ne? Gut. Jawohl, das ist immer nicht so einfach mit so Dreijährigen, was wir da alles immer verlangen von unseren Reitern, aber wir müssen ja immer versuchen, das Pferd bestmöglich darzustellen. So, prima machst du das. Gut. Das tut mir nochmal ganz gut mit der einen Runde jetzt hier. Ne? Dann machen wir einmal gleich Übergang zum Trab. Dann wollen wir es gleich einmal auf der rechten Hand mal einmal. So, klopf ihn mal, lob ihn mal. Ne? Das ist so ein bisschen entspannter. So ist es richtig. Gut. Ne? Dann einmal Handwechsel, Tanja. Dann wollen wir noch einmal rechts rum galoppieren. So, jawohl, gar nicht schneller. Gut. Ja, aber man sieht das, ne? Dieser Dreijährige hier mit einer wirklich sehr, sehr positiven Einstellung. Immer schön passend temperiert. Gut, ne? Dann gehen wir auf den Zirkel, dann einmal Galopp entwickeln. So nimmst du das mit, ne? So an beide Hände ran. Gut. So, dann lässt du ihn da gleich in Ruhe angaloppieren. So, gut. Dann gehen wir gleich ganze Bahn. So, dass wir es gleich so mitnehmen nach vorne. So, jawohl. Ja, ist auch hier schon in der Lage, das Galoppieren schön balanciert zu halten, das Tempo zu halten. Er wird nicht schneller. Jetzt können wir das Ganze ein bisschen nach vorne lassen, Tanja. Ganz bisschen. So, siehste. Gut.
ist prima. Ne? Muss da auf Dauer noch so ein ganz bisschen großzügiger werden, sich größer machen im Körper, aber das lässt sich alles durch die Ausbildung auch noch mehr formen. So, ne? Uns ist ja wichtig, dass er erstmal diese Grundqualität im Galoppablauf hat. Sehr gut, dann Übergang zum Trab. So, dann lässt er eine lange Seite ruhig schon mal ein bisschen rausdehnen, mal länger lassen da. So, genau, schön ruhig jetzt. So, da sehen wir auch, wie schön er weiterschwingt, auch beim Zügel maß verlängern. Dann Übergang zum Schritt und dann kannst du auch gleich so über die Mittellinie da einmal im Schritt arbeiten. So, ne? Genau. Und dann auch gleich schön sicheres Schreiten, zieht schön an beide Hände ran. So ist es genau richtig. Gut, dann soll das genügen hier mit dem Dreijährigen. Dankeschön.